Liebe Freunde, Pepper und ich befinden uns ja wieder im Urlaubsmodus, wie ihr wisst. Und Urlaubsmodus hat den Vorteil, dass man sich mal Gedanken um einiges machen kann, worüber man sonst weniger nachdenkt. Heute sind es Gedanken zur Macht, zu den Personen, die es immer wieder schaffen, unser Denken in gewisse Bahnen zu lenken. Ihr wisst ja, man nennt es Political Correctness oder einfach Framing ist der heutige Begriff, das Setzen eines Rahmens, in dem sich unsere Gedanken dann ständig bewegen. Wie ist sowas überhaupt möglich? Ja, da muss man sich natürlich fragen, wer hat überhaupt die Möglichkeit, unser Denken in gewisse Bahnen zu lenken? Das ist nur möglich durch Propaganda. Und Propaganda ist sehr, sehr teuer. Man muss nämlich die Leute bezahlen, die diese Propaganda auch verbreiten. Und im Umkehrschluss ist es ganz einfach, Propaganda können sich also nur diejenigen leisten, die wirklich an der Quelle der Macht sitzen, das heißt, die das dafür nötige Geld haben. Und wer hat nun dieses Geld, das man dazu braucht? Das System ist einfach. Die wirkliche Machtelite ist die das Geld druckt. Denn es ist ein ganz einfaches System entstanden. Die Ursprünge liegen in Amerika, der Dollar ist die Leitwährung. Und diejenigen, die den Dollar drucken, die haben praktisch die uneingeschränkte Geldmacht. Seit Gründung der Federal Reserve Bank wird ja das staatliche Geld nicht etwa vom Staat in Umlauf gebracht und gedruckt, sondern es sind Privatbanken, die dieses System an sich gerissen haben. Und so raffiniert ist das ja, dass die also nur die Dollarscheine drucken und für dieses Drucken des Geldes wird ein Leitzins erhoben. Und nun werden ja einige Dollars und andere Währungen gedruckt, denn alle Zentralbanken sind praktisch vernetzt und führen sich auf dieses System der Fed zurück. Und das bedeutet, für jeden Geldschein wird der Leitzins fällig und den kassieren diese privaten Gelddrucker. Das sind also Unmengen von Zinsen und durch den Zinseszinseffekt, den ja Einstein schon als das die größte Erfindung überhaupt bezeichnet hat, werden diese Leute natürlich reicher und reicher und sie saugen praktisch überall das Kapital raus. Ein paar Leute drucken das Geld und die ganze Welt arbeitet dafür, um dieses Geld zu bezahlen. Ja, so einfach ist das mit den Machteliten dieser Welt. Und wer dieses Geld nun hat, der setzt es eben auch ein, um uns täglich zu manipulieren. Und das zeigt sich natürlich in erster Linie daran, dass wir gar nicht mehr über dieses Geldsystem nachdenken. Das findet sich nirgends auf der Tagesordnung, die Diskussion um dieses Geldsystem. Und es wird auch abgelenkt von diesen wahren Machthabern, die diese Macht haben. Indem uns Scheineliten präsentiert werden, also sagen wir mal unsere Politiker, und uns gesagt wird, wir seien die Machthaber. Sind wir im Grunde vielleicht auch nach den Verfassungen, haben wir ja das Recht, unsere Vertreter zu wählen. Aber wer die richtige Agenda bestimmt, das sind eben diese Machteliten, über die wir gar nichts wissen sollen. Das alles wird vernebelt, dieses ganze System.
damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, wo denn die ganzen Schulden stecken. Jeder Staat hat Schulden, aber irgendwo muss ja dann auch einer sein, der diese Schulden einkassiert und der die Macht über das Geld hat. Ja, aber darüber reden wir nicht. Und dazu dient eben die Propaganda. Und die erstreckt sich über weite Felder. Das fängt an bei den Dingen, die uns auf ganz andere Gedanken bringen. Also Unterhaltungsindustrie. Die Musikindustrie wird gemanagt. Die Texte, die in sind zur Musik, die gehen in unsere Gefühle über. Und ihr glaubt doch nicht, dass politisch inkorrekte Sänger, vielleicht Ausnahme mal der Andreas Gabalier, aber ansonsten, dass die irgendwelche Preise kriegen. Und genauso ist es mit Literaturpreisen und, und. Um unser Denken zu lenken, werden die Nachrichten von diesen Menschen nicht erfunden, aber gelenkt, gesteuert. Die entscheiden, was in den Nachrichten kommt und was nicht. Und genauso ist es natürlich mit der Unterhaltungsindustrie. Film und Fernsehen, wer bestimmt, welche Filme im Kino laufen. Ne, da haben wir die große Propagandamaschinerie aus Hollywood. Und all das bildet gemeinsam den großen Rahmen der Propaganda und zeigt uns, worüber wir nachdenken sollen, welche Mode gerade in ist, was wir über die Geschlechter denken sollen und, und. Wir werden also an allen Ecken und Enden in das richtige Denken geführt. Deshalb sage ich, alles, was laut ist, was auffällig ist, ist oftmals Propaganda. Ob das Demonstrationen sind, wo die Menschen dann für irgendwas auf die Straße geschickt werden. Die sogenannten Graswurzelbewegungen. Glaubt nicht an diesen Unsinn. Unsere Meinung wird gesteuert und gelenkt. Und die meisten von uns merken es eben nicht. Und dadurch, dass dieser Lautsprecher jetzt auf uns gerichtet ist und die Mehrheit der Menschheit das gar nicht weiß, wie diese Meinungen zustande kommen, verbreiten die natürlich ihre Ansichten, die sie selbst aufgenommen haben durch diesen Mainstream, weiter. Und das wirkt auf uns natürlich besonders überzeugend, denn man kommt ja nicht auf die Idee, dass unser guter Freund oder Nachbar uns manipulieren will. Will er auch gar nicht, bloß er ist selbst manipuliert und erzählt uns dann das, was er im Inneren selbst für richtig hält. Und bei 80% der Menschen schätzungsweise ist ihre Meinung eben die Meinung, die durch die Propaganda in ihre Hirne gesetzt wird. Und deshalb, die Wahrheit ist nicht so laut, die ist eher leise. Die Kanäle, auf denen Wahrheit gesprochen wird, die werden langsam ausgeblendet. Egal, in sozialen Netzwerken, bei Facebook, da kann man vielleicht schön seinen Hund Pepper mal posten, dann kriegt man viele Klicks. Aber sobald es ans Eingemachte geht, sobald man politische Meinungen verbreitet, da wird plötzlich die Reichweite sehr eingeschränkt und man kommt nicht mehr richtig zu Wort und kriegt auch keine 14 Millionen Klicks wie Rezo, wenn man etwas Unangenehmes sagt. Und deshalb müssen wir uns darauf gefasst machen, dass wir wirklich nur das in der Masse hören, was den Machthabern gefällt. Und nach der Wahrheit müssen wir suchen, denn die Wahrheit ist im Verborgenen. Die befindet sich auf einigen Kanälen, die nicht so weit verbreitet sind. Aber wir müssen diese Wahrheit suchen und ich weiß, ihr, die ihr mir zuguckt, seid auf dem richtigen Weg. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, Grüße auch von Pepper. Bis dann. Tschüss.